Ja, Tag auch. Ich habe hier ein kleines Video für dich, Rüdiger, und zwar ein kleines Hörnchen-Video. Alle Arten von Hörnchen werden wir einmal durchgehen anhand von Bildern. Das wäre dann übrigens eher wie ein Gronkh. Aber egal. Ja, mal ganz vom klassischen Begriff Hörnchen hin zum Hörnchen der Kuh, was man ja eigentlich auch mit Hörnern verbindet. Aber es gibt auch noch viele andere Arten von Hörnern, die viele immer außer Acht lassen. Zum Beispiel das Hörnchen zum Frühstück. Oder auch das Alpenhorn, ein sehr schönes Musikinstrument, kann ich nur empfehlen. Ja, wie nicht, ich habe es noch nie gespielt, noch nie irgendwie live gehört, sondern nur im Fernsehen, aber egal. Dann natürlich das Horn von Afrika, werde ich oft vergessen. Aber das sollte man nicht vergessen. Das Horn am Kopf. Fragt mich nicht, wie darauf kam, das war vorgeschlagener Suchbegriff. Horn Sauerklee, ebenfalls vorgeschlagener Suchbegriff. Aber egal, es kam trotzdem rein. Dann natürlich Horn in Hamburg, der Stadtteil. Und das Horn von Walen. Narwhals, sag ich nur. Die Hornhaut und die Hornbrille haben es auch irgendwie reingeschafft. Und wen man natürlich bei der Suche nach Hörnern nicht vergessen darf, ist Gildehorn. Schließlich hat er uns damals auch beim Eurovision Song Contest eine relativ gute Bilanz, ja, gebracht. Ein bisschen Schleichwerbung für Hornbach. Schließlich haben die auch was mit Hörnern zu tun. Wieder zurück zur Pflanzenwelt, übers Hornkraut. Und ich würde sagen, die richtig harte Horndosis holen wir uns nochmal hier. Ich weiß nicht, wieso gerade so ein Bild dahin kam. Aber es interessiert mich irgendwie auch nicht. Ja, ich hoffe, das waren genug Hörner für dich. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei irgendwelchen meiner Videos. Oder was weiß ich in den Kommentaren. Bis dahin, tschüss.